Herzlich willkommen in Tamanga, hier im Musikzimmer, wie man sieht. Und Musik immer großes Thema in meinem Leben gewesen, persönlich, aber auch in der Arbeit. Natürlich bei den geführten Meditationen. Ich habe ja mehr geführte Meditationen gesprochen, sowieso, aber auch auf CD und so weiter zum Downloaden als Bücher. Und das sind schon 74. Also ein wichtiges Thema. Ich glaube auch, dass diese Wahrnehmung aus der weiblichen Hemisphäre heraus, wo die Träume zu Hause sind, die Seelenbilderwelten, dass die uns noch mehr fehlt und damit noch wichtiger ist als das Intellektuelle. Und heute habe ich auch noch das Vergnügen, dass Karl Edi neben mir ist, das ist der Begründer von Neurotunes, deren Musik nehme ich schon seit langer Zeit, wir kennen uns schon seit sehr langer Zeit. Und jetzt haben wir auch dieses Kopfhörersystem seit einiger Zeit, schon einige Kurse damit gehalten und das hat sich wirklich sehr, sehr bewährt. Aus verschiedenen Gründen. Können wir ein bisschen drüber reden? Ja, ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung. Danke, da zu sein. Ich beschäftige mich schon sehr lange mit Musik, insbesondere jetzt die letzten 15 Jahre mit Entspannungsmusik. Und diese Entspannungsmusik, die ist so aufgebaut, dass sie Spannung erzeugt einerseits und andererseits lässt sie dann wieder los. Das geht mit so Akkorden. Wir wissen, welche Akkorde sehr harmonisch sind, die auch sehr entspannend sind, eine Terz zum Beispiel oder eine Quart oder eine Quint. Aber es ist bei einer guten Entspannungsmusik auch notwendig, dass Disharmonien entstehen, damit die Musik Spannung erzeugt. Wir kennen das von der Filmmusik, die erzeugt ja auch Spannung. Und wenn diese Spannung sich dann auflöst, dann kann man sich so richtig hineinfallen lassen in die Entspannung. Das ist ein ähnliches Prinzip wie die progressive Muskelentspannung. Da spannt man ja auch die Muskulatur an, hält kurz und dann lässt man los und kann sich hinterher noch besser entspannen. Ja, unsere Zuhörer kennen das von der Polarität. Ne? Du musst halt weit dich zurücklehnen, um den Ball weit in die Gegenrichtung zu schmeißen. Genau, ja. Und so funktioniert genauso diese Musik. Und so ist diese Musik aufgebaut und dann ist diese Musik noch unterlegt mit Neurosound-Effekten. Das sind recht einfache, in der Tiefe dann komplexe Systeme. Und diese Systeme helfen uns, bestimmte Körperfunktionen auszulösen. Zum Beispiel mit den binauralen Beats kann man sehr gut steuern. Möchte man in eine Gehirnaktivität, die ein sehr hohes Niveau hat, also wo wir konzentriert sind, wo wir kreativ sind, wo wir arbeiten können, das ist der Beta-Zustand, oder wollen wir eher an die Einschlafgrenze gehen, das ist ein sehr entspannter Zustand, das ist der Alpha-Zustand, oder vielleicht sogar in eine Traumphase oder in eine Tiefschlafphase. Und da gibt es eben Musiken für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Der Schwerpunkt ist natürlich bei uns bei der Entspannung. Und eben Rüdiger verwendet das bei der Meditation. Du unterlegst diese Musik bei deinen Meditationen. Und Rüdiger hat es schon gesagt, er hat auch ein Kopfhörersystem. Magst du von deinen Erfahrungen berichten, wie das so funktioniert? Ja, ist das, was ich von Karl Edi übernommen habe, das Neurotune-System. Und das hat für mich viele Vorteile gegenüber all dem, was er jetzt gesagt hat. Das spielt natürlich auch eine große Rolle. Aber es ist einfach so, dass du die binauralen Töne viel besser wahrnimmst, also eigentlich überhaupt nur über Kopfhörer wahrnimmst. Wenn man die so in den Saal hineinspielt, ist der Effekt... Da ist der Effekt nicht da, ja. Und über die Kopfhörer kommen aber viele noch weitere positive Effekte dazu. Also Tamanga ist ja nur sehr ruhig und still, liegt so völlig in der Natur. Und trotzdem fährt da mal ein Traktor vorbei oder so und bellt ein Hund in der Ferne. Wenn du Kopfhörer hast, bist du natürlich ganz für dich in deinem Raum. Und dann kannst du das individuell einregeln. Wir leben ja eh in einer Zeit, wo der Individualismus immer größer, immer stärker wird. Also da kannst du mit dem Kopfhörerregler genau für dich stimmig meine Stimme, die ja dann auch über den Kopfhörer kommt, und die Töne. Ja, die kann ich gut abmischen mit dem System, dass das zusammenpasst. Und dann kann jemand, also zum Beispiel Tinnitus-Patienten, ein Segen, weil die sind ja sonst, wenn das Musik und Wort und Sprache, sind die leicht gestört, können die sich das individuell einregeln. Außerdem verstärkt das Ganze noch so, das kenne ich zum Beispiel von diesen Noise-Canceling-Kopfhörern, die ich schon seit Jahren habe im Flugzeug. Für mich ist Flugzeug inzwischen völlig entspannt oder Bahn oder Auto. Ich habe meine Noise-Cancellation, maximale Stufe, und bin in diesem Raum. Ich kann mir dann ein klassisches Konzert im Flugzeug anhören. Ja? Also das ist verblüffend. Und der Effekt ist da eigentlich inkludiert und hilft natürlich vielen sehr, dann in die Trance zu kommen.
Und dann kommen natürlich diese Effekte, die ich gar nicht so von der Terz und Quint und weiß der Himmel gar nicht so verstehe, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich kann natürlich die Effekte messen an meinen Seminarteilnehmern. Wie gut kommen die da rein? Das war am Anfang auch so, dass viele so ein bisschen Aversion hatten. Ja, als jetzt Technik auch noch mit Meditation verbinden. Gut, ich bin das gewohnt. Wir haben die Brain Light Sessel und ich habe das schon oft verbunden. Und habe hier meine Kosis-Uhr, die spielt mir meinen Grundton rein. Und das ist etwas, mit dem ich schon lange zugange bin. Und ich sehe keinen Widerspruch. Ja, also ich habe auch, glaube ich, war einer der Ersten, der überhaupt ein spirituelles Buch auf dem Computer geschrieben hat. Und dieser Zusammenspiel ist gerade faszinierend. Ne? Also das doch sehr Natürliche der Meditation, diese abtauchende Seelenbilderwelten, aber dazu so Hilfen nehmen, die das fördern, das ist natürlich aus meiner Sicht sehr hilfreich, sehr sinnvoll. Und die Musik und die Töne sind da von zentraler Wichtigkeit. Also wenn du jetzt eine schräge Musik hast, dann ist das sehr, sehr schwer. Reagieren Menschen dann auch mit Aversion darauf? Ja, wir verwenden ja überwiegend Naturinstrumente. Was gibt es denn für Rückmeldungen von den Teilnehmerinnen? Wie fühlen sie sich damit? Also am Anfang sind sie neugierig. Und dann sind sehr schnell 90% begeistert. 10% hat er noch ein bisschen rum, so ein studierter Anthroposoph oder so, der will ja erstmal keine Technik haben. Aber am Ende von einer Woche Seminar, wenn ich dann frage, wer hätte es lieber ohne? Also dann mal einer, der einfach auch bei seinem ersten Meinung bleiben will, kommt mir vor, eine weit überwiegende Zahl ist eigentlich sehr positiv, nicht eigentlich, ist positiv und auch eigentlich dann viele, die dann sagen, will ich auch. Und das ist ja auch gar nicht schwierig. Zu Hause nimmst du einfach einen Kopfhörer und die Musik und dann hast du es schon. Da brauchst du ja nicht dieses aufwendige System, was wir da haben. Also da ist viel Zuspruch. Und es ist für mich relativ überraschend, wie die gerade die 10%, die am Anfang so ein bisschen rumgenörgelt und rumgemosert haben, wie rasch die dann doch vom Gegenteil überzeugt werden. Aber die sind ja eher schwierig in solchen Bereichen. Ja, also höre ich dann den Brainlight-Raum, den betrete ich nicht mal, sagt so ein studierter Anthroposoph. Ja, muss er ja nicht. Aber selbst solche Leute merken dann, hoppla, führt mich schneller in Trance, führt mich tiefer, die Meditationen sind noch besser als letztes Jahr. Dann hörst du schon so ein bisschen durch, naja, die sind ähnlich, aber es ist jetzt mit diesem neuen System noch tiefergehender. Also das ist schon überzeugend für mich. Ja, also man hat ja da auch so der Kopfhörer gibt so eine intime Atmosphäre, weil wir nützen dann natürlich die Energie der ganzen Gruppe. Ja, wenn jetzt so wie diese Woche 60 Leute im Raum sind, da baut sich hier natürlich eine Energie auf. Aber mit dem Kopfhörer hat man trotzdem so eine intime Atmosphäre und man hört auch nichts, was rundherum ist. Es passiert ja manchmal, dass Leute einschlafen dabei. Manche schlafen laut natürlich, ja, und das stört alle Herumliegenden. Mit dem Kopfhörer ist man da überwiegend geschützt. Ja, also das ist zum Beispiel auch ein Punkt bei Fastenkursen. Da ist es so, dass diese ganzen Managertypen, die haben ja alle ein Schlafdefizit und die verpatzen am Anfang jede Meditation. Sonst, das ist jetzt vorbei. Ja, also das ist, wie soll ich sagen, eine andere Welt diesbezüglich. Wir sind aus der Gruppe heraus praktisch nicht mehr störbar, auch von außen kaum noch störbar. Und es entspricht auch so meiner Erfahrung der letzten Jahre. Ich habe mal dieses Buch von Rutger Bregmann entdeckt, Humankind. Das hat mein Weltbild wieder repariert, weil ich kenne eigentlich von Anfang an nur freundliche, zugewandte Menschen, so bösartige, wie sie in Zeit im Bild und Tagesschau ist ja, hörst du ja nur Boshaftigkeiten, Schrecklichkeiten. Ich habe immer irgendwie diese Diskrepanz so wahrgenommen. In den Kursen und so lauter hilfsbereite, anständige, empathisch funktionierende Menschen sozusagen. Und dann immer dieses Gegenteil, wenn du da irgendwie, ich habe aufgehört überhaupt mir sowas anzuhören. Und bei dem Bregmann habe ich das verstanden und dann auch in Corona als Weckruf so aufgearbeitet in Mindfood. Wir kommen aus der Gemeinschaft und sind ein Zornpolitiker, sagten die Griechen.
Und diese Gemeinschaft gibt uns Halt und Stärke und Kraft. Und das ist auch der Grund, warum wir übrig geblieben sind. Wir Menschen mit dem Kindchenschema, was wir relativ lang haben. Ich meine, die Neandertaler waren ganz anders beieinander. Ne? Längere Hebel, Muskeln, auch mehr Kopf, Hirn, fliehende Stirn. Aber man hört nichts mehr aus dem Neandertal. Obwohl die stärker waren. Es gab da keine Kriege. Aber dieser Homo sapiens sapiens, Cro-Magnon-Mensch, die haben offensichtlich immer geteilt. Die haben in Höhlen geschlafen und gekuschelt. Oxytocin, Kuschelhormon, Beziehungshormon. Sonst wären die erfroren. Also die mussten als Nomaden natürlich teilen, sich unterstützen. Die hatten keinen Besitz. Der kommt später mit den Tieren dann. Capita sind die Köpfe der Herde. Da kommt der Kapitalismus her. Da begann der Besitz, da beginnt das Elend. Früher haben die das bisschen, was sie hatten, geteilt, gemeinsam geschleppt. Das war ja beschwerlich für Nomaden. Also wir kommen aus der Gemeinschaft. Und deswegen haben praktisch auch alle Menschen so einen Zug zur Gemeinschaft. Ja, also das kann auch einen Schattenaspekt haben, wenn in irgendwelchen Sekten dann irgendwelcher Schwachsinn passiert. Aber religiöse Gemeinschaften, das profitiert alles davon. Selbst politische Parteien, glaube ich, gibt Menschen, die nicht weiter nachdenken, eine gewisse Heimat. Oder im Moment sage ich das so, weil ich gar nicht mehr wüsste, wen ich da noch wählen soll. Aber es ist was Urmenschliches, die Gruppe. Aber es braucht eben auch für einen Menschen auf dem spirituellen Weg diese Inspiration in Richtung Individualismus. Also das, was Carl Gustav Jung die Individuation nennt, Selbstverwirklichung. Und ein alter Lehrer von mir, Walter Lechler, das war noch so ein alter Nervenarzt, ganz Psychiater, ganz Neurologe, war früher Riesensache, Nervenarzt. Der hat immer gesagt, der hat auch die anonymen Alkoholiker bei uns eingeführt, zu seinen Klienten, nur du allein kannst es schaffen, aber du kannst es nicht allein schaffen. Ich würde noch lieber sagen, du musst es nicht allein schaffen. Also das Ideal wäre, wir wären wieder eine Gruppe, wir treten wieder in Beziehung, wir überwinden dieses Social Distancing der letzten Jahre und können aus der Geborgenheit der Gruppe heraus dann diesen Weg der Individuation gehen. Das wäre das Ideale und das verbindet das System. Ja, also die Gruppe bleibt ja und die kommt schneller und gemeinsam und die sind in Trance und die sind natürlich sozusagen wirklich auch synchronisiert durch das System. Ja, also das Gruppengefühl entsteht schneller. Und dann ist natürlich die Möglichkeit auch besser, den Weg der Selbstverwirklichung einzuschlagen. Also das bringt diese beiden Dinge zusammen, die mir so wichtig wurden, eben wie in Mindfood oder Corona als Weckruf beschrieben. Ja, und dann nützen wir die Kraft der Gruppe damit. Mhm. Diese binauralen Beats wirken ja so, dass man hier beide Gehirnhälften synchronisiert damit. Also der übliche Mensch ist immer asymmetrisch, eine Gehirnhälfte oder Gehirnbereiche sind immer dominant, in den anderen ist nicht so viel los. Und durch diese Soundeffekte wird das gesamte Gehirn synchron geschalten. Und wenn jetzt viele Leute im Saal sind, dann ist nicht nur ein Gehirn synchron, sondern eigentlich alle Gehirne synchron. Und das gibt es normalerweise überhaupt nicht, dass eine Gruppe mit 20, 50 oder 100 Leuten synchrone Gehirnschwingungen hat. Und das ergibt eine wunderbare Harmonie grundsätzlich. Wir haben ja vor ein paar Jahren noch vor Corona-Zeiten ein paar Großveranstaltungen gemacht. Da waren 200, 300 Leute im Saal und Rüdiger hat Reden gehalten. Wir haben auch eine Meditation gemacht. Und da beginnen dann wirklich 200, 300 Gehirne im gleichen Frequenzbereich zu schwingen. Das kann man wirklich spüren. Und dann ist es ja so, dass noch alle zur gleichen Zeit das Gleiche denken, weil diese Meditationen werden ja geführt und da entsteht so ein geistiges Kraftfeld und diese Kräfte haben wir bei unseren Veranstaltungen immer genützt zur Aktivierung innerer Selbstheilungskräfte. Also vielleicht machen wir ganz ähnlich natürlich oder strebe ich an und höre es auch jetzt öfter. Also sie bedanken sich noch herzlicher für Meditationen. Das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass sie schneller zur Gruppe werden, zur Gemeinschaft, die sich dann auch trägt. Also Resonanz entsteht natürlich viel schneller. Das kennt jeder. Wenn viele Leute in einem Rhythmus sind, dann entsteht ein Kraftfeld. Es geht ja auf der Schattenseite so weit, dass Soldaten auf einer Stahlbetonbrücke nicht im Gleichschritt marschieren dürfen, weil die würden die Stahlbetonkonstruktion gefährden. Aber das ist natürlich auch das Geheimnis, warum so viele Leute gerne im Chor singen. Es gibt ja mehr Chorsängerinnen als Zuhörerinnen fast. Das ist einfach dieses wunderschöne Gefühl, du schwingst zusammen. Das ist das Geheimnis des Mantrensingens. Ja, alle singen dieses selbe Mantra und kommen in dieses Feld hinein. Und da
geschieht es so nebenbei und dann auch unerwartet, weil man ja eigentlich ganz für sich ist und sich für sich erlebt. Also das ist schon eine sehr schöne Kombination und das ist überhaupt eine Erfahrung von mir. Diese Synergien, das ist was entscheidend Wirksames. Ja, Fasten ist toll, Wandern ist toll, Fasten, Wandern ist noch besser. Ja, Yoga ist toll, Fasten, Wandern und Yoga noch besser. Ja, Wandern im Wald, Waldbaden stärkt die Abwehrkraft enorm. Noch ein Synergieeffekt. Phasenweise barfuß gehen, noch mehr Synergien. Kriegst du all die Elektronen, brauchst keine Antioxidantien mehr schlucken. Und. Da kannst du jetzt noch viel zu tun. Oft singen sie auch in den Fastenwandergruppen am Anfang weniger, aber du merkst dann richtig, selbst die, die es nicht können, haben dann auch Lust mitzumachen. Wir animieren auch dazu, weil es eben noch einen Synergieeffekt bringt. Und das Neurotune-System bringt halt gleich in sich ein paar Synergien da mit hinein. Und dann wirken die, die ich noch sozusagen vermittle, den langen Atem der Sieger beim Ausatmen oder das Lächeln mit dem Atem verbinden. Das sind alles ja nicht nur Versuche, sondern Methoden, Synergien zu schaffen. Und da ist es eine ideale Ergänzung. Ich habe mir auch eine Zeit lang, obwohl ich ja die Musik schon kannte und dich schon lang kannte, auch geschreckt vor diesem Technikaufwand. Aber nachdem ich jetzt nur noch in Tamangar meine Wochen mache und da ist alles aufgebaut, jetzt mit 120 Kopfhörern zu reisen, das ist ein Aufwand, den ich geschreckt habe oder der mich verschreckt hat. Aber jetzt hier ist es so, wir haben ein paar mehr, als wir Menschen haben im Saal und haben ein Akkusystem, was wieder, also gut ist, wieder aufladbar ist, viel, viel besser als die früheren Akkus, besser als Batterien. Also das ist schon verblüffend guter Entwicklungsstand jetzt. Und so wie ich dich kenne, geht es ja immer noch weiter. Ich meine, vielleicht sagst du mal die paar Sachen, die da eine Rolle spielen. Ne? Die, ich sage einfach Gehirnhälften, Synchronisation. Aber es ist ja doch noch irgendwie... Ja, es gibt noch mehr. Ja, diese Synchronisation funktioniert mit den binauralen Beats. Aber es gibt auch diese bilaterale Hemisphärenstimulation. Das ist ein Ding-Dong-Effekt in der Musik. Und da simuliert man einen REM-Phasenschlaf. Also in der REM-Phase gehen ja die Augen hin und her, Rapid Eye Movement, und das wird auditiv nachgestellt. Und da hat man praktisch den gleichen Effekt. Das hilft sehr, die Ereignisse des vergangenen Tages aufzuarbeiten. Das heißt, man ist in der Früh emotional wieder stabiler und auch kognitiv wieder leistungsfähiger. Das ist auch wissenschaftlich ganz gut untersucht. Die Shapiro hieß die. Die hat dieses EMDR erfunden, diese Emotional Technik da. Die hat sich gesagt, wenn wir schon in den REM-Phasen mit den Augenbewegungen alles Schwierige des Tages verarbeiten, machen wir es nur umgekehrt. Machen wir einfach die Augenbewegungen und dann werden wir auch schwierige Situationen besser verarbeiten. Das ist in Extremsituationen erprobt worden in Kambodscha und also in der Nachkriegssituation, wie das Schreckensregiment der Pol Pot-Regierung da zu Ende war. Und wunderbare Technik und die kommt ja praktisch über diesen Effekt auch zustande. Genau, ne? Ja, das ist in der Musik unterlegt, ja, dieses Ding-Dong. Ja. Man hört es kaum, aber es wirkt wunderbar. Und da gibt es noch ein paar andere Effekte, die dann ein bisschen komplexer sind, aber in Summe ist das immer sehr, sehr angenehm zu hören. Das freut mich, dass du das so gerne verwendest, auch in deinen Gruppen. Und ich freue mich, vielleicht können wir ja wieder mal Großveranstaltungen, weil vielleicht ist Corona jetzt da wirklich zu Ende, ja, die Hoffnung besteht. Ja, und dann können wir wieder Neues erfinden. Es hat sich so ausgezahlt für die Konzerne und ihre Lobbyisten. Also, ja, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe die Vision, dass wir vielleicht mal Veranstaltungen machen mit mehreren tausend Menschen, wo alle Gehirne gleich schwingen und alle das Gleiche denken zum gleichen Zeitraum. Und da kann man wirklich sehr viel bewegen dadurch mit diesem Kraftfeld. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte gern. Danke auch, dass du das entwickelt hast.